Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele das Unbekannte auf dem Testserver. Ja, und ich spiele mit zwei Addons. Einmal habe ich mit dabei, dass alle Überlebenden die Runde schwach beginnen. Aber dieses Addon hat den Nachteil, dass ich dafür eine Halluzination weniger aktiv haben kann. Die sind dort oben. Und das zweite Addon hat den Effekt, dass wenn ich die Überlebenden direkt mit meiner Kraft treffe, dann schade. Wenn ich Überlebenden direkt mit meiner Kraft treffe, dann werden sie für 5 Sekunden eingeschränkt. Okay. Das hat sie zumindest wieder getroffen. So. Ah nee, das braucht zu lange, ne? Ich hab dort jetzt so eine Figur gesetzt. Okay. Oh, das gibt's nicht. Das hat sie so gut gemacht. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das schafft. So, ich spiele mit dem Perk Sackgasse. Entfesselt. Stürmische Brutalität und düstere Umarmung. Entfesselt ist das neue Perk von der Unbekannten, hat den Effekt, dass wenn ich einen Überlebenden irgendwie verwunde, dann kann ich, für 30 Sekunden ist das Perk dann aktiv und ich kann dann, nachdem ich durch ein Fenster gesprungen bin, für 10 Sekunden 5% schneller laufen, was ganz cool ist. So, okay, ich habe übrigens mir jetzt auch mal die Lore von der Unbekannten durchgelesen, die ist ganz interessant, denn der Lore geht es nicht wirklich um das Unbekannte, also um den Killer, sondern um eine Studentin, die ihre Masterarbeit schreibt über urbane Legenden, also Großstadtlegenden, und dabei über das Unbekannte stolpert. Oh, schade, dass das nicht getroffen hat. Und, das Unbekannte, und das ist halt ganz witzig, ist halt irgendwie alles, so verrückt das auch klingt. Das Unbekannte ist nämlich nicht, weil viele Kommentare habe ich auch gelesen, okay, coole Killer, aber warum schießt er denn jetzt Schleimbälle wie ein Granatwerfer aus sich raus oder was macht diese Feuerwehraxt, ne? Und ich hatte auch online nochmal geschaut, warum das überhaupt so ist, denn das Unbekannte ist eigentlich die Manifestation von Gerüchten über das Monster. Also, Menschen sind verschwunden. Und was dachten sie? Okay, es könnte ein böser Kult sein. Daher sieht das Unbekannte auch so aus wie eine, ja, wie so einen, breit das ab? Nee. Wie im Grunde ein Monster halt, ne? Wie ein dämonisches Exorzistenmonster, könnte man schon fast sagen, ne? Dann wurde vermutet, okay, es könnten ja Aliens sein, die Leute entführend haben. Und deshalb haben wir jetzt hier so einen kleinen Alienwurm in uns. Andere dachten, okay, naja, es könnte auch einfach nur ein Serienkiller sein. Und deshalb hat das Unbekannte eine Axt. Und wieder andere dachten, okay, es könnte ein CIA-Experiment gewesen sein, was irgendwie ausgelaufen und entkommen ist. Und deshalb hat das Unbekannte auch überall diese Halluzinationen, ne? Die Idee fand ich jedenfalls sehr interessant. Schade. Also, dass das Unbekannte halt genau das ist, eine Spekulation. Gerüchte, was das Monster denn überhaupt sein kann. Genau, und die Studentin, ne, die schreibt da halt diese ganzen Theorien auf, recherchiert das alles, ne? Und letzten Endes stellt sie sich vor, wie das Unbekannte auf eine andere urbane Legende trifft. Und zwar hat die mit dunklem Nebel zu tun. Und so wissen wir auch, wie das Unbekannte letzten Endes zum Nebel gekommen ist. Weil sie sich nämlich vorgestellt hat, wie der Entitus das Unbekannte holt. Und das ist dann tatsächlich geschehen. Warte mal, ist die schon tot? Okay, wartet, ich leg's hin für euch, okay? Ja, Ace. Ja. Ich gehe jetzt auf dich. So, hau ab. Nee, ich töte dich jetzt. Na gut, ich töte sie. Oh, man sieht gar nichts, schade. Okay. So, und deshalb, ne, ist das Unbekannte halt so, es wirkt so random schon fast, aber deshalb ist es halt, wie es ist, ne?
Okay, ich habe nur einen Mori, Leute, ne? Also passt bloß auf, dass ich euch jetzt nicht nochmal töte. Hep. Weil es halt so viele Elemente von irgendwelchen Legenden in sich vereint, ne? Das Monster, teilweise vielleicht auch der Gestaltenwandler, ne? Deshalb trägt die Haut von einem anderen Menschen, einen Alien, einen Serienmörder, ne? Das ist alles irgendwie vereint. Ist halt ein super interessantes Konzept, weil... Oh, hab ich dich? So, du bist jetzt tot. Okay, ich sollte wirklich einen Gang runterschalten. Okay, ja, rettet bitte. Ich will wenigstens noch ein bisschen Jagden haben. Es dauert immer so lange, bis man Runden auf dem PTB findet. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass die eine jetzt tot ist. Ich habe einfach die ganze Zeit erklärt und... dabei auch irgendwie alle getötet. Naja. Irgendjemand hat sich hingelegt. So, das zerstöre ich. Okay. Ja, also wie gesagt, deshalb kommt man vielleicht auch nicht so drauf, deshalb wirkt das Monster vielleicht auch so ein bisschen off, so, weil es halt so viel irgendwie in sich trägt. Ich finde aber irgendwie das Konzept sehr cool. So. Okay, und ja, genau, weil teilweise hatte man auch erzählt, ja, man hat unheimliche Stimmen gehört, als Leute verschwunden waren, ne, und plötzlich redet das Monster mit tausenden Stimmen und sagt Sachen, ne? Du zerstörst mein Zeug, Ace. Na, warte. Ich dachte mir, jetzt stürmische Brutalität ist ganz cool, weil dann kann ich hinterherkommen und weiterhin schnell laufen, während ich vielleicht meinen Kram auflade. So. Okay. Okay. Ach ja. Und es hat dich nicht getroffen. Okay. Gut. Ich glaube, der will jetzt eine Jagd. Soll er kriegen. Zack. Er ist jetzt für 5 Sekunden, wie gesagt, verlangsamt. Also eingeschränkt, weil ich ihn halt direkt getroffen habe. Schade. Das mache ich kaputt. Und vielleicht ist es auch deshalb, dass die ganzen Halluzinationen verschwinden. Beziehungsweise, das heißt, wenn man schwächer wird, also beziehungsweise wenn die Überlebenden mich anschauen, dann verschwindet ja die Schwäche auf sie. Weil dann, wenn sie mich anschauen, bin ich halt nicht mehr unbekannt. Dann bin ich halt erkannt. Dann bin ich halt ein Monster, was sie sehen und einschätzen können. So. Okay, du stirbst jetzt. Und dort werden dann repariert. Ja, das hatte ich jedenfalls. Ich bin auf die Idee überhaupt erst durch einen Reddit-Beitrag so gekommen. Wo sie halt, und dann habe ich mir jetzt selber nochmal die Lore durchgelesen und die ganzen Addons mir angeschaut. Weil da stehen ja auch manchmal so Sachen drin. Und das wirkt halt schon so, okay, warum ist da jetzt plötzlich eine Maske von einem Serienmörder dabei als Addon? Oh. Zack. Okay, hallo. Ich bleib schnell. Ah, schade. Aber ich bleib nicht treffsicher. Dadurch, dass es halt so lange braucht, bis so... Oh, okay. Bis so ein Orb gesetzt ist, also bis der Orb dann überhaupt landet, ist es gar nicht so einfach, die Überlebenden gut zu treffen, gerade wenn sie gut ausweichen können. Okay, das war ein guter Treffer. Nice. Okay, schade. Die ist weitergelaufen, sehr gut.
Nach hier unten irgendwo. Okay. Ja, ich glaube, so weitreichende Schüsse sind halt nicht unbedingt das, was am besten funktioniert. Habe ich dich? Ich denke, wenn man das halt, wenn man die Schüsse wahrscheinlich so ein bisschen mehr, ja, auf Midrange, sage ich mal, einsetzt, wo die Belehnen vielleicht nicht genug Spielraum haben zum Reagieren, aber oh, ich habe hier doch was gesehen. So hier zum Beispiel. Und das hat sie getroffen, perfekt. Du kommst mit. Aber ist halt tricky, ne? Weil irgendwie, wenn du die Überlebenden mit den Schleimbällen abwirfst, willst du, dass sie nicht dich treffen. Aber auf der anderen Seite bist du dann manchmal schon in Schlagreichweite, sodass sie nicht zu treffen vielleicht gar nicht so das Beste ist. Okay. Aber ich finde, der Teleport von A nach B, der ist so smooth. Das ist einfach gut. Ich sag's direkt, ich packe euch hier noch eine zweite Runde. Die Überleben. Ja, ist halt immer auf dem PDB manchmal Hit und Miss mit den Runden. Die haben jetzt hier ein bisschen dann aufgegeben. Aber ich denke, und das finde ich ist auch immer das Wichtigste, man hat ein paar coole Jagden oder so ein paar Sachen gesehen, wie man die Kraft vielleicht, was man vielleicht mitnehmen kann. So, von der Kraft. Okay, und das waren die Überlebenden. Na gut, ja, also ich würde sagen, wir springen die zweite Runde. Bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder in der Runde. Diesmal spiele ich mit zwei anderen Addons. Einmal habe ich mit dabei, dass wenn ich Überlebende mit meiner Kraft treffe, also sie Schwäche bekommen, dann verkürzt sich die Zeit, die ich brauche, um eine neue Halluzination zu setzen, um 15 Sekunden. Und das zweite Addon hat den Effekt, dass wenn ich eine Palette zerstöre, dann wird die Zeit, die es braucht, um eine Halluzination zu aktivieren, um 50% verringert. Einmal, perfekt. So, das aktiviere ich direkt. Okay. So. Hab ich dich? Du kommst mit. Ah, das ist kein Winkel zum Glück. Wie viele waren das? Einer. Gut. So, du kommst hier an den Haken. Hep. Okay, bis jetzt haben wir dort nur eine Halluzination, aber ich denke, die nächste ist bald soweit. So, düstere Umarmung ist aktiv. Okay. So, dort ist jetzt die nächste. Oh, hallo. Einmal. Okay. Ach, schade. Die hat flink gezündet. Aber durch die Explosion habe ich sie wieder in mich reingetrieben. Komm mit. So, und dort in den Haken. Sehr schön. Die versuchen es mit der Taschenlampe wirklich. Hep. So. Düstere Umarmung ist aktiv. Einmal. Die hat echt nicht damit gerechnet, dass der Herzschlag lauter wird, weil ich von der anderen Seite komme und nicht hinter ihr bin. So. Oh, das war ein guter Schuss. Komm mit. Boah, ich finde halt, dass die Kraft des neuen Killers. Es kommt. Ich habe das Gefühl, dass der Killer wirklich ein Stück weit map-abhängig ist. Zum Beispiel auf Maps, die sehr, sehr viel Kram im Weg haben. Da hast du halt kein klares Schussfeld. Zack, hab ich dich. Ich wollte eigentlich schießen und es nicht wegpacken. Perfekt. So. Und das hat sie getroffen. Komm mit.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass überall eine gute Halluzination steht, hat. So, dort oben hatte ich die letzte. Schade. Okay, eine ist disconnected, die am Haken. Ach, schade, ich dachte, sie springt vielleicht. Einmal. So, selbe. Ich bin halt jetzt schneller, dein Ding. Perfekt. Hallo? Oh, da hätte sie umwerfen müssen. Aber es hat ganz gut geklappt mit der Halluzination dort. Und du kommst hier an den Haken. Hep. So, hier trete ich gegen. Okay, keine Ahnung, wo die anderen sind. Da steht aber jetzt zumindest eine neue Halluzination. Dort hinten. Dort sind auch welche. Vielleicht bekomme ich auf die einen guten Schuss. Ja, ich stelle mir halt, Larrys muss, denke ich, recht schwierig für den neuen Killer sein. Wenn du halt... Oh, gemacht, Mac. Ich habe echt nicht damit gerechnet. Zack. Weil auf Larrys hast du halt zig Sachen, die immer im Weg stehen. Das trifft dich. So, hallo Mac. Schnell und leise. Oh. Hab ich dich? Aber ich meine, wenn man sich halt ständig vor den Überlebenden versteckt, dann verlieren die einen auch so ein bisschen aus den Augen. Man überrascht sie vielleicht. So, hab. Okay. Okay, dort hinten ist einer. Und das hat sie getroffen durch die Wand. Okay. Okay. Sie ist schon losgeworden. Das ist der Bot, ne? Der muss mich irgendwie beobachtet haben. Hab ich dich einmal? So. Ich glaube, in solchen Situationen so scharfe Schüsse um Objekte drum, wie es vielleicht eine Jägerin in Todesboot oder in Demo machen kann, das kriegst du mit dem Killer nicht gut hin. Weil es wirklich ein Weilchen braucht, bis deine Kraft dann so weit draußen ist, sag ich mal. Ja, selbst das hat nicht getroffen, ne? Hier ist niemand. Da ist niemand. Der Teleport, den man halt machen kann, der ist so schön smooth. Okay, ich habe gerade eben wieder eine Höhle gesetzt und dann ist eine hier verschwunden. Das heißt, man kann maximal 4 auf der Map haben. Also 4 Halluzinationen. So. Schade, das ist wieder der Bot. Ja gut, der Bot, der läuft immer genau entgegengesetzt, ne? Ja. Und irgendjemand hat das Ritual im Keller gemacht. Der Gen wäre beinahe fertig gewesen, hätte ich da wahrscheinlich nicht gegengetreten. Hätten die den passiv gemacht. Alle 3 Leute im Keller. Okay, Mac ist immerhin getroffen. Hab ich dich? Und down. Okay, du kommst mit. So, und da ist direkt wieder ein neues Update entstanden.
Hep. Ich habe halt alle anderen zuletzt hier in dem Gebiet gesehen. Aber ich schau mal vielleicht dort unten, okay. Das ist der Bot wieder, ne? So, Bot, wo bist du? Das hier mache ich kurz kaputt. So, noch rettet niemand. Okay. Hallo? Jetzt hat sie getroffen, wunderbar. Du bist also diejenige, die das Ritual gemacht hat. Oh, das ist wahrscheinlich hier abgeprallt und dann erst zur Seite geflogen. Deshalb hat es noch länger gebraucht, bis das Geschoss explodiert ist. Also es ist halt unglaublich schwierig, mit den Geschossen ein zuverlässiges Ergebnis zu erzielen. Weil manchmal, wie jetzt, explodieren die recht schnell. Und andere Male, habt ihr ja gerade gesehen, ne? Das hat sie immerhin getroffen. Einmal. So. Hab ich dich. Hallo, Mac. Ich hab bestimmt nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich neben ihr stehe, wenn sie versucht, dort hinten rum zu blenden. Okay. Du kommst hierher, Hep. Tot. Okay, dann nehme ich die jetzt hier. Na, wo ist sie? Also das mit diesen Teleportationen ist schon nice. Das wirkt halt. Es wirkt halt irgendwie wie eine Tretsche, wenn die Tretsche sich halt. Es immer gut hinbekommen würde, gute Hüllen zu setzen. Ohne dass die Hüllen halt super laut sind und dass die Tretsche halt ewig ihre Kraft oben hält und alle Beteiligten Bescheid wissen, dass dort gerade eine Hülle gesetzt wird. Hab ich dich? Okay. So. Ja gut, dann. Klar, so kann man es machen, um dem Angriff auszuweichen, den man ranrennt. Aber dann gibt es halt den Hit, ne? Ja, ich habe halt wirklich das Gefühl, dass es gar nicht so einfach ist mit dem neuen Killer. Also, dass der, wie gesagt, dass das mit den Kugeln teils wirklich map-abhängig ist und dass man es manchmal gar nicht so gut hinbekommt. Und dass halt die Kraft zu lange braucht, um sich aufzuladen, ne? Wie gesagt, wenn man das halt jetzt mal mit schnelleren Killern vergleicht, da geht das zack, zack. So. Och, das war wiederum nice, ne? Weil das dort so über alles geflogen ist. Ja gut, der Bot kann natürlich sehr schnell reagieren. Das hat immerhin getroffen. Okay. Ich bin auch ganz ehrlich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nicht unbedingt der beste Schütze bin, sage ich mal. Mir liegen halt so Fernkampfkiller nicht so sehr. Oh, dort ist hier der Killer. Aber ich meine, je nachdem halt, ich habe mich ja schon ein bisschen aufgeregt, wie die Geschütze halt fliegen. Ob ich eine Wand treffe oder ob ich vielleicht direkt den Boden treffe, ist manchmal wirklich nicht einfach abzuaimen. Weil zum Beispiel hier, zack, oh, jetzt konnte ich gar nicht schießen. Aber wenn ich hier gegen eine Wand treffe, zack, fliegt das dahin. Und wenn ich dann halt selber schieße auf den Boden und das gut treffe, dann explodiert die halt instant. Und das manchmal so gut abzuschätzen, ist echt tricky. Naja, aber trotzdem, nur weil ich mich jetzt ein bisschen ärgere, aber der Killer macht trotzdem Spaß. Ich find, was ich eigentlich sagen möchte, er ist halt doch recht schwierig zu spielen. Und es kommt halt, denke ich, immer so ein bisschen auf die Map manchmal an, wie gut du halt ein freies Sichtfeld bekommst, weil wenn du keine weiten Schüsse hinbekommst, ne, das Problem haben ja auch zum Beispiel die Jägerin, jetzt als Beispiel, ne, die kann ja auch viel mit ihren weiten Schüssen machen.
Aber wenn da halt viel Zeug im Weg ist, dann schwierig. Und ähnlich ist halt bei dem Monster. Nur hast du bei dem Monster noch das Problem, dass halt die Kugel noch von 10 Sachen abprallen kann. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.